Tag 4 der Weltmeisterschaft in Lettland und auch Tag 4 startet fantastisch, nämlich mit Gold in der Staffel von der Damen. Und das ist jetzt ganz herzliche Gratulation, Elena, Rose, Julia, Jakob und Judith Wieder. Wir gehen der Reihe an. Elena, sehr gut gestartet, souveränen Lauf hergelegt, der dich zu deiner ersten Goldmedaille hat geführt in der Staffel. Was bedeutet dir persönlich die jetzt nach, nach dem Europameistertitel? Ja, Weltmeisterin zu werden, das ist eigentlich noch ein Schritt mehr als nur Europameisterin. Klar, die EM daheim war schon wirklich speziell, aber ich glaube, WM-Titel, das ist gleich einfach noch etwas mehr. Und es ist mega cool, im gleichen Team, zwar eine neue Reihenfolge, aber gleich das gleiche Team noch mal anzutreten und auch die guten Emotionen von der EM mitzunehmen und da noch mal super laufen. Es ist wunderschön einfach. Ja, du sprichst es an, es ist eine unglaubliche Teamleistung, die sich jetzt wiederholt. Zum dritten Mal in Folge hat es gelangt für Gold, auch dank dir natürlich, Julia. Jakob, du hast auf Swiss Orientierung bei der WM-Vorschau noch gesagt, dein Ziel sei eine beherzte Leistung. Und jetzt plötzlich hast du schon gleich eine Goldmedaille um den Hals. Kannst du es schon glauben? Ja, mein Herz klopft schon ein bisschen. Ja, nein, das hat einfach sagen, dass ich bereit bin zum Kämpfen, wirklich alles gern. Das hat es gebraucht heute auf jeden Fall. Der Schlussteil war sehr physisch und ich habe versucht, möglichst nah an der Schwedin dran zu bleiben, um Judith so zu lancieren für die letzte Strecke. Ja, und auf den allerletzten Metern, Judith, ist zu dem 1-1 gekommen gegen die Tuve. Du hast dann irgendwo im Posten 14 können leicht distanzieren. Wie hast du das geschafft und was ist dir dann durch den Kopf gegangen? Ja, natürlich, im Nachhinein sieht es so einfach aus. Ich weiß gar nicht wirklich, wie ich das gemacht habe. Ich habe wirklich den Hogel drauf, zum, ich glaube, das drittletzte Posten, habe ich recht müssen beißen. Sie ist dort doch kurz ein bisschen weggezogen. Ich habe aber gewusst, was noch kommt, dass ich vorbereitet war und habe so ihre kleine Unsicherheit, die sie im zweitletzten Posten hatte, zu meinem Vorteil können nutzen. Und nachher habe ich gewusst, jetzt muss ich einfach die Hingern vornehmen und alles geben für die zwei Girls, weil die haben mir eine geniale Ausgangslage gegeben. Und ja, habe nachher wirklich probiert zu fighten, dass ich das heimbringen kann. Ja, und die drei Girls haben jetzt das Triple geschafft nach EM und Weltcup, also jetzt auch hier der WM. Das dritte Mal Gold schnell jedes in einem Satz oder Wort. Was zeichnet euch drei aus? Ja, ich muss dich korrigieren. In der Weltcup-Staffel letztes Jahr war ich noch kugelig rund, dort war ich nicht dabei. Dort hat Sabine dafür den Schluss gemacht und mit Bravour gemeistert. Also es zeigt auch, wir haben andere Frauen hinten dran, die genau gleich in das Team reinkommen und, ich glaube, Julia ist dort und Elena sind dort dabei gewesen. Ich bin nur jetzt bei der EM und der WM dabei gewesen und darf natürlich stolz sein, habe ich mit ihnen dürfen, die zwei Titel wenigstens heimbringen. Ja, Julia, was zeichnet euch aus? Dass wir das ganze Jahr durch zusammenarbeiten, dass wir den Titel vor Augen haben, alles geben dafür und miteinander für sich kommen. Bei dir, Elena? Ja, ich glaube auch, wir sind ein super starkes Frauenkader, also nicht nur wir drei, sondern ein super gutes Team mit super Trainerin auch dahinter und eben, wir arbeiten das ganze Jahr und drei haben dann die Ehre, in diesem Staffelteam zu sein und zu kämpfen und es ist ein super Erfolg für alle. Definitiv und ihr habt vorgelegt und ja, bevor wir schauen, wie es der Herr ist gelaufen, genießen wir die schönsten Bilder von der Damenstaffel. Ähnlich gut wie bei den Damen ist es bei den Herren gelaufen. Medaille Nummer 8 ist im Trockenen und zwar war es die silbrige. Und herzliche Gratulation an die Runde. Wir fangen an beim Startläufer Florian Howald. Es war unglaublich heiß und ich glaube, du hast es gemerkt, vor allem bei den letzten paar Posten. Ja, es hat mich, als ich das Ziel bekommen, echt ein bisschen zusammengelegt. Ich habe überhitzt gegen Schluss und gemerkt, im Ziel wird mir fast ein bisschen schwarz. Ein bisschen lang gebraucht, bis ich mich erholen konnte. Zum Glück hatten wir einen Arzt dabei, der schnell schauen konnte.
Ja, und es ist auch noch ein bisschen die Enttäuschung dazu gekommen, zu meinem Anfängerfehler, sage ich mal, am Schluss des Rennens. Aber jetzt ist die Energie zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, dass da meine beiden Teamkollegen einen super Job gemacht haben und bin glücklich, sehr glücklich über die Medaille. Merci und gute Erholung, Flo. Ist das vielleicht auch ein kleiner Vorgeschmack, Dani, jetzt auf das, was wartet übermorgen, was ähnlich heiß und grün wird sein? Dir ist ja auch noch so ein Fehler passiert vor dem 14. Vielleicht kannst du auf den auch noch schnell eingehen. Ja, am Schluss, eben auch an einer ähnlichen Stelle wie der Flo, habe ich auch einen Fehler gemacht. Ich habe mich entschieden, durch den Graben durchzugehen und schlussendlich, oder jetzt, ja, im Nachhinein muss ich sagen, dass rundum besser gewesen wäre. Das ja, sollte man sicher auch leer sein für den Samstag, weil der ist eben im gleichen Gelände und ja, wird sicher auch wieder steil und heiß. Und, ja, aber jetzt sind wir zuerst mal sehr zufrieden, dass es heute zu einer Medaille gelangt hat. Matthias hat uns da für uns Kohle aus dem Feuer geholt, vom 9. Platz nach vorne gelaufen. Also da können wir ihm viel verdanken, dass wir heute auf dem Podest stehen. Genau, du sprichst es an, Dani Matthias. Es ist ganz heiß geworden. Du hast als 9. übernommen und bist ins Ziel gekommen als 2. Wie hast du die Lauf erlebt? Ja, also ich habe gewusst, es ist, klar bin ich erst das 9. gegangen, aber ich bin nicht viel hinter der Medaille gewesen. Und dann auf der Startschaufel noch einen kleinen Fehler gemacht, aber ich habe gemerkt, ich bin in Fühlung um die Medaille. Und ja, es war wirklich ein richtiges Staffelfeeling gewesen. Hier im Hang hinten sind wir am 5-6 Leute gewesen. Und ich habe gemerkt, ich bin noch nicht ganz vorne und eigentlich geht es vielleicht um den 3., 4., 5. Rang. Und wir sind gleich immer noch 5 Leute zusammen, also es war extrem hart gewesen, das Ganze, höchstes Tempo. Und dann am Schluss haben wir die Route gegen runter genommen, auf den Weg runter. Und ja, ich habe gemerkt, ich habe kurz vorher noch die Norwegen und Lettland gesehen, die in Führung sind. Und wir sind, was sind wir, das 4. oder 5. unterwegs. Und ich wusste, jetzt geht es um die Wurst. Ja, ich war schon dort voll am Leiden gewesen, aber ich wusste, ja, wenn jemand leiden kann, weiss ich, das kann ich gut. Und auch wenn der Tranche von Frankreich dabei war, habe ich gewusst, das ist wahrscheinlich der beste Rücken, den ich nehmen muss, den Stutz zu. Ja, und das war sicher auch eine Willensleistung. Jetzt nach 5-4 habe ich gesagt, so, die hole ich mir. Und es ist natürlich umso schöner, dass ich das auch mit einem Team kann feiern jetzt und Silber gewinnen. Ja, faszinierender Finish. Gratulation nochmal. Und wir schauen zurück auf das Rennen und genießen die besten Bilder. Ja, für das so sportliche Erfolge möglich sind, braucht es natürlich auch ein Umfeld, das passt, ein Hotel, wo man sich erholen kann, zum Beispiel auch auf die Langdistanz, die übermorgen Samstag auf dem Programm steht. Und wie jedes Jahr sind wir schauen, wo die Schweizer Delegation daheim ist, wie es dort aussieht und haben auch noch zu Gesicht bekommen, als was, dass sie dann ans Bankett gehen am Samstagabend. Also, gute Zeit, bis dann. Ja, 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 du.
Rätsel dir. Wahnsinn, du Eisen. Ja, genau. Das Hösi musst du auch noch. Gut, ich muss die Pöste suchen. Ja. Ich muss die Welt suchen. Ja, sehr günstiges gesehen.